Moral hat man gezeigt in den ersten beiden Spielen in dieser neuen Saison. Allerdings weiß man auch, dass man sich davon nichts kaufen kann. Letzten Endes stehen da ja diesbezüglich 0 Siege aus 2 Spielen auf dem Konto bei der Dortmunder Borussia. Mein Name ist Mr. Wardstall, ich heiße euch herzlich willkommen zu Bundesliga Stars 2001. Es ist der 3. Spieltag und wir sind das erste Mal zu Hause in Anführungszeichen. Nachdem wir in München und Berlin gewesen sind, dürfen wir jetzt ein Spiel der Revierclubs von zu Hause aus kommentieren. Dortmund, Gelsenkirchen und Bochum, wir starten im Dortmunder Westfalenstadion zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Matthias Sammer auf der Trainerbank möchte den ersten Sieg einfahren und diesen Saisonstart, der bisher nicht gut gewesen ist, von Borussia Dortmund einigermaßen aufhübschen. Das gleiche gilt auf der anderen Seite für Eintracht Frankfurt, denn die stehen genauso da wie der BVB mit einem Punkt aus 2 Spielen. Gehen wir rein ins Dortmunder Westfalenstadion zum Spiel des BVB gegen die Eintracht vom Main. Für den BVB gibt es 2 Veränderungen in der Anfangself gegenüber dem 1:1 in Rostock. Stefan Reuter kommt für Baumann in die Fünferkette herein und Christian Nerlinger startet im Mittelfeld für Stevic. Matthias Sammer möchte den Laden bestmöglich hinten dicht halten. Somit bleibt er weiterhin mit der Fünferkette auf dem Feld. Die Frankfurter Eintracht, sie spiegelt die Formation, die hier in den roten Trikots von rechts nach links auflaufen. Aber gehen wir einmal kurz die Personalien im Detail durch. Beim Borussia Dortmund stehen Jens Lehmann im Tor. Die Fünferkette besteht aus Evan Nilsson, Christian Wörns, Jürgen Kohler, Stefan Reuter für Baumann und Jörg Heinrich. Das Dreier-Mittelfeld Lars Ricken, Christian Nerlinger und Sandy Olise. Und der Sturm besteht aus Freddy Bobic, der den Freistoß hier ausführen wird, und Viktor Ikpeber. Nilsson über rechts. Bindewald klärt fürs Erste. Und da kommt der Ball zurück zu Freddy Bobic. Und die frühe Führung für den BVB. Traumstart für Schwarz-Gelb. Bobic taucht alleine vor Orka Nikolov auf. Den haben sie komplett allein gelassen. Die Fünferreihe der Frankfurter Eintracht, bestehend aus Gang, Schneider, Bindewald, Rutka und Lösch, die waren mit dem Kopf wohl noch komplett in der Kabine. Orka Nikolov chancenlos im 1 gegen 1 gegen Freddy Bobic. So haben wir dann auch die Brücke geschlagen zur Aufstellung der Frankfurter Eintracht. Das Dreier-Mittelfeld besteht aus Schur, Weber und Bulut. Die beiden Stürmer Sobotic und Gimia hier im Verbund. Diesmal mit einer Annäherung versuchen. Frankfurter Eintracht, für sie wird es wie in den vergangenen Jahren um den Klassenerhalt gehen. Nachdem man es ja in der Saison 98-99 dem Abstieg knapp entrann, hatte man 99-2000 nicht unbedingt großartig was diese Spannung auferlebt in Sachen Abstiegskampf. In unserer Bundesliga Stars 2000 Ausspielung sind die Frankfurter ja abgestiegen. Aber auch der BVB hatte dann am Ende mal so gar nichts zu lachen. Und für sie auch so eine schwierige Zeit zwischen dem Champions League Sieg, der 1997 erfolgte, und die Meisterschaft 2002, die Matthias Sammer als Trainer einseimste, ein Trainer-Novize quasi für den BVB, der für ein bisschen Stabilität sorgen soll.
Gerade in diesen turbulenten Jahren. Freddy Bobic testet Oka Nikolov. Ball bleibt fürs Erste beim BVB und dieser weite Schlag in Richtung Sobotzig wird zurückgepfiffen von Unparteiischen. Da stand der Stürmer, der Frankfurter, knapp im Abseits. Schneider mit der Balleroberung. Sobotzig. Weber direkt runter auf Rolf-Christoph Gemia. Jetzt ist Viktor Ikpeber derjenige gewesen, der im Abseits erwischt wurde. Gemia, wo sollte der denn hin? Gibt es fast einen Einwurf für den BVB? Da hat der Spruch eines zukünftigen Kommentators Wolf Fuß gestimmt. Der ging nicht nur fast Richtung Eckfahne. Diese frühe Führung durch Bobic, die gibt Stabilität, die gibt Halt für Borussia Dortmund. Weber. Bobic gegen Rutka. Sobotzig. Tiefer Ball auf Gemia. Jürgen Kohler. Der so viel bereits erlebt hat in seiner illustren Karriere. Die Champions League gewonnen mit Borussia Dortmund, Erfolge im Ausland gefeiert mit Juventus Turin. Weltmeister ist er geworden 1990 mit der deutschen Mannschaft. Elise Nährlinger nicht im Abseits. Gemia, Sobotzig. Gemia und dann ist es Ricken. Halbe Stunde rum, hier im Dortmunder Westfalenstadion. Die frühe Führung kommt dem BVB zugute. Sie wissen, dass die Frankfurter kommen müssen. Und so kann Schwarz-Gelb sich seine Kräfte besonders gut einteilen. Bobic. Dann ist es auch kein Nikolov, der den Ball entschärfen kann. Auch so eine Institution im Frankfurter Tor gewesen. Oka Nikolov. Lange die Nummer 1 gewesen. Hat mit dem Verein durchaus einige turbulente Saisons erfahren. Gerade auch in der Zeit, in dieser Zeit, als man den ein oder anderen Abstieg zu verzeichnen hatte. Jürgen Kohler verursacht einen Freistoß aus guter Position für die SGE. Ballbesitz klar sprechend für den BVB. Der Freistoß kurz ausgeführt. Eva Nilsson pölt den Ball erst einmal aus dem eigenen 16er raus. Sobotzig, Lücke in der Fünferreihe, die Kohler noch im letzten Moment schließen kann. Und das fair. Bobic, Ricken, Bobic, Ikpeber. Doppeltorschütze beim 2:3 zum Auftaktspiel gegen Werder Bremen. Wo sie ja 0:2 hinten lagen. Und dann in der Nachspielzeit den Kanickel-Fangschlag noch gekriegt haben von den Bremern. War eine ärgerliche Niederlage. Matthias Sammer war zufrieden mit der Moral, die seine Mannschaft an den Tag gelegt hat nach 0:2 Rückstand. Das Spiel vergangene Woche im Ostseestadion gegen Hansa Rostock. Ebenfalls keine einfache Nummer. Und hier führt man gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 durch das frühe Tor von
Freddy Bobic aus Minute 6. Spielanteile, viel im Mittelfeld. Aber bisher hält man die Frankfurter Eintracht noch vom Tor weg. Jens Lehmann bisher noch absolut nicht in Erscheinung getreten. Eine routinierte Mannschaftsleistung vom BVB. Vorne hat man das Tor gemacht, hinten verteidigt man. Alles bisher bisweilen nied- und nagelfest. Bobic gegen Bindewald. Olise macht ihn nochmal scharf, ist allerdings keiner seiner Mitspieler da. Oka Nikolov kommt aus dem Tor raus, um den Spielaufbau einzuleiten. Holen sie zumindest einen Freistoß raus. Die Frankfurter. Foul von Kohler. Und dann ist es Gang, der diesen ausführen wird. Wieder kurz ausgeführt. Kein Problem für Christian Nährlinger. Und dann ist die Abwehrreihe so weit vorgedrungen, dass Rolf Christel Genia bei diesem Ball im Abseits stand. Peber. Uwe Bindewald, der den Nationalspieler Nigerias nicht entwischen lassen möchte. Oder Bobic und Rutger. Ball bleibt aber beim BVB. Nährlinger, Bobic, jetzt ist er wieder im Alleingang. 1 gegen 1 gegen Oka Nikolov. Holt er hier eine Ecke raus. Jürgen Kohler wird ausgewechselt. Und für ihn kommt Baumann. Nächster Eckball über Ricken. Der Flugkopfball ins Nichts gehend. Dann ist es erneut eine Abseitsposition, die zurückgepfiffen wird. Freistoß für den BVB. Gute Stunde rum. Ausgeführt von Bobic. Super. Zweiter Ball. Christian Nährlinger, von Nick Peber bedient, holt hier den nächsten Eckball für Borussia Dortmund raus. Nick Peber wird den Ball bei der Annahme vom Fuß stibitzt. Aber man sieht, wie schnell die Fünferreihe formiert ist, beziehungsweise sie ist beim Eckball gar nicht mit nach vorne gegangen. Alles für den ersten Saisonsieg für Borussia Dortmund. Deswegen auch der etatmäßige Wechsel. Jürgen Kohler gegen Carsten Baumann. Ja, so ein bisschen das Gefühl bei der Frankfurter Eintracht, dass die Bälle so in gewisser Weise planlos nach vorne geschlagen werden. Kein großartiges Konzept, was sich da auftut. Kein Konzept, was da ausgemacht ist. Nun wechselt auch Eintracht Frankfurt. Schur geht. Und für ihn kommt App.
Thomas Epp, der unter anderem auch für den VfL Bochum in der Bundesliga gespielt hat. Ein erfahrener Mann. Und damit natürlich dann auch gesagt, die Kader hier in Bundesliga Stars 2001, genauso wie es ja bei Bundesliga Stars 2000 gewesen ist, entsprechen einem gewissen Stand. Die sind mit dem realen Kadern überhaupt nicht deckungsgleich. Bobic mit der Chance auf das 2:0. Ficken. Bobic gegen Rutger. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Christian Wörns hat was dagegen. Der ist aus der Fünferreihe mal herausgesprungen. Ja, hier wird sich nichts geschenkt. In den 80 Minuten, die wir bisher gesehen haben, außer eben die Situation vor dem 0:1. Achtung, Carsten Baumann. Kurz verschätzt gegen Sobotzik, aber kann das Ganze noch ausbaden. Freistoß für den BVB. Schneider, der gefühlt auf der letzten Rille läuft. Bobic, Ikpeba. Keine Probleme dort für Okan Nikolov. Weber gegen Baumann. Bobic, Ikpeba. Zwei Nationalspieler unter sich. Was kommt noch von der Frankfurter Eintracht? Oder hat vielleicht noch der BVB etwas im Petto? Nachspielzeit läuft. Und es ist nochmal die Frankfurter Eintracht im Vorwärtsgang gewesen. Wie lange lässt der Schiedsrichter hier noch nachspielen? Es ist im Großen und Ganzen eine faire Begegnung gewesen. Viele Standardsituationen, viele Freistöße, ja, aber aufgrund von Abseitssituationen. Jetzt hat der Schiedsrichter genug. Jens Lehmann hat einen freien Tag gehabt. Auf sein Tor kam mal so gar nichts. Absolut nicht. Eine am Ende doch unterirdische Performance der Frankfurter ist ein bisschen zu hart, wenn ich das so aufbröseln darf, wenn ich das so sagen darf. Die Dortmunder, sie haben hier aufgezeigt, aus einer guten Defensive heraus ein Spiel zu bestreiten, ein Spiel zu gewinnen. Es ist nicht der schönste Fußball mitnichten, aber wenn er für den Erfolg steht, wenn er erfolgreich ist, dann ist er eben halt erfolgreich. Und diese defensive Herangehensweise hat den Dortmundern dann letzten Endes den ersten Sieg beschert in dieser Saison, auch wenn er nicht unbedingt ansehnlich gewesen ist. Aber nun gut, das war erst einmal das Wichtigste. Das hat auch Matthias Sammer in der Pressekonferenz vorher vorlaut gemacht. Wir müssen gewinnen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Die Frankfurter werden das Leben uns schwer machen. Gut, im ersten, so wie wir das gesehen haben, haben sie es am Ende nicht gemacht. Wobei dann auch der Sieg absolut verdient geht für den BVB. Blicken wir auf die restlichen Spiele des dritten Spieltags in Bundesliga Stars 2001. Wir haben das Spiel gerade eben gesehen. Der BVB gewinnt mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Eine torreiche Partie, beziehungsweise die torreichste Partie, gab es an diesem Spieltag auf dem Betzenberg. Der erste FCK unterliegt dem Hamburger SV mit 3:4. Der VfB Stuttgart trennt sich 2:2 von Hansa Rostock. Hertha BSC gewinnt gegen den SV Werder Bremen mit 3:2.
Der SC Freiburg unterliegt dem VfL Wolfsburg mit 0:1. Der TSV 1860 München besiegt den FC Schalke 04 mit 2:1. Der FC Bayern München besiegt den VfL Bochum knapp mit 1:0. Bayer Leverkusen und Energie Cottbus trennen sich 0:0. Und die Spielvereinigung Unterhaching unterliegt dem 1. FC Köln mit 0:2. Einen Blick auf die Tabelle des 3. Spieltags. Die beiden Münchner Clubs, wie schon am 1. Spieltag, grüßen von den beiden Spitzenpositionen der Tabelle. Wolfsburg und Leverkusen direkt dahinter. Es ist alles noch sehr dicht beieinander. Die Bayern bisher noch perfekt ohne Punktverlust. Und auf der anderen Tabellenhälfte haben wir die Spielvereinigung Unterhaching, die noch ohne Sieg dastehen und den optimalen, in Anführungszeichen, Fehlstart hingelegt haben in dieser Saison. Die Unterhaching, ja, haben die Chance, in der nächsten Partie mal zu punkten. Aber es wird auch nicht unbedingt einfach, denn sie sind zu Gast beim Aufsteiger. Sie sind zu Gast an der Kastropper Straße beim VfL Bochum. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich sag tschüss, see you around like a donut und bis zum nächsten Mal zu Bundesliga Stars 2001.